ich freue mich, dass wir heute Herrn Radwan bei uns haben. Sie sind Finanzpolitiker der CSU, sitzen im Finanzausschuss im Deutschen Bundestag und haben am Tegernsee, stimmt das, Ihren Wahlkreis? Genau. Also dort, wo andere Urlaub machen, dürfen Sie Bundestagswahlkrampf machen. Ist das ein schönes Gefühl? Also sind Sie da gerne vor Ort? Ja, es ist meine Heimat und ich finde es wunderbar dort. Natürlich ist man die Schönheit der Landschaft und der Region lernt man natürlich erst schätzen, wenn man viel unterwegs ist. Das bin ich und darum freue ich mich natürlich immer heimzukehren. Und auf diesen Wahlkampf freue ich mich, weil es um gute Themen geht. Es geht um Richtungsentscheidungen und das zu Hause in der Heimat mit den Parteifreunden zu machen, wird schön. Welches sind denn Ihre drei wichtigsten Themen, die Sie in diesem Wahlkampf ansprechen wollen? Also das eine ist sicher das Thema Sicherheit, innere Sicherheit, äußere Sicherheit. Das hat jetzt uns die Flüchtlingsthematik vor Augen geführt. Sicherheit ist ein hohes Gut und dafür müssen wir uns einsetzen. In Deutschland mit den entsprechenden Kräften der Polizei, außerhalb Deutschlands und der Europäischen Union. Das zweite ist die Zukunft der Wirtschaft. Wir hatten ja mal den Slogan, Sozial ist, was Arbeit schafft. Und darum müssen wir investieren und die Strukturen schaffen, dass auch die nächste Generation entsprechend im Wohlstand leben kann. Und das sind Arbeitsplätze. Und das dritte ist ein sicheres Europa für eine sichere Welt. Ja, Europa erleben wir in den anderen Mitgliedstaaten, bekommt immer mehr nationalistische Züge. Aber wir leben ja als Generation in Frieden und können es oft gar nicht mehr so schätzen. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit. Und darum muss Europa einen richtigen Weg gehen, auch für die nächste Generation. Wenn Sie jetzt mal schauen, wie das Wählerverhalten auch bei den letzten Landtagswahlen war, so haben wir ja durchaus Überraschungen erlebt. Wie geht man mit dieser Volatilität der Wähler um? Also es sind sehr oft Stimmungen, die vielleicht in den Umfragen zum Ausdruck kommen, aber es gibt doch eine gewisse Richtung und Basis, dass die Menschen Orientierung suchen. Und die Orientierung haben sie bei der CDU/CSU, die für ihre Positionen steht, an der Spitze in Deutschland bei der Kanzlerin, bei der CSU mit unserem Blick auf die bürgerliche Mitte, die wir hier vertreten. Und ich denke, man muss bis zum Schluss Wahlkampf machen, das hat es gezeigt, mobilisieren. Derjenige, der seine Anhänger, seine Wählerschaft mobilisieren kann, zur Wahlurne bringt, der wird am Schluss die Wahl gewinnen und darum wird es wirklich bis zum Schluss gehen. Die letzten Tage sind entscheidend. Das Stichwort Wirtschaft und Finanzen möchte ich gerne noch ansprechen. Das sind immer sehr komplexe Themen, gerade im Bereich Finanzen. Nun sind Sie Finanzexperte, Finanzpolitiker. Wie bringen Sie dieses Thema denn Ihren Wählerinnen und Wählern nahe? Man muss ja auch mal ein komplexes Konstrukt vielleicht erklären können. Ja, also das eine ist natürlich, dass die Menschen zukünftig spüren, der Staat hat aufgrund der aktuellen Situation erhebliche Mehreinnahmen. Geht das alles an den Staat? Manche Parteien reden von Steuererhöhungen. Was bleibt beim Bürger? Das ist Finanzpolitik, dass wir sagen, es muss mehr beim Bürger bleiben und der muss selber entscheiden, wo er investieren möchte. Das zweite sind Bankenthemen. Und bei der Finanzkrise haben wir gemerkt, es ist hochkomplex, aber am Schluss fühlt der Steuerzahler, er wird zur Kasse gebeten. Also das ist eine Politik, die wir sagen, es soll eben zukünftig derjenige haften, der die Risiken in den Raum stellt. Und das dritte ist Zukunft. Wenn wir über Steuererleichterungen bei Startups reden, dann geht es um die Beschäftigung der Zukunft, dann geht es um die Arbeitsplätze der Zukunft. Wollen wir nur bei der aktuellen Branchen wie Maschinenbau, wie Automobilbau Spitze sein oder wollen wir zukünftig auch im IT-Bereich der Digitalisierung Spitze sein? Und da werden heute die Weichen gestellt für die Arbeitsplätze von morgen. Finanzierung von Startups, von Gründern, aber auch Finanzierung von Mittelstand ist ein Thema unserer Branche. Wie wichtig bewerten Sie dieses Thema, dass es auch Finanzinvestoren gibt, die im Prinzip eigentlich in die Zukunft und in das Wachstum investieren? Wie wichtig ist Ihnen dieses Thema und spielt das eine Rolle auch im Wahlkampf? Also es ist entscheidend, dass eben die Kapitalseite investiert in die Zukunft, in die Startups. Und wir haben ja gelernt und sehen, dass die eigentliche Startup-Phase in der Gründung, das hat sich verbessert. Das ist noch nicht ideal, aber das hat sich verbessert. Aber wenn dann ein mittelständisches Start-up-Unternehmen angefangen hat zu laufen und jetzt weiterlaufen möchte und wachsen möchte, dass da noch erhebliche Probleme gibt, das Geld zu investieren. Und auf der anderen Seite, in der jetzigen Zeit erleben wir ja, dass das Geld eigentlich nach Anlagemöglichkeiten sucht. Wo kann ich investieren? Und da die richtigen Weichen zu stellen, dass man eben in diese Zukunftsprojekte reingeht, das ist die Aufgabe auch des Staates, hier zu helfen, als Katalysator, nicht selber zu investieren, aber als Katalysator, dass eben dieser Weg gefunden wird. Ähnlich einer Kultur in den USA, wo ja sehr viele Unternehmen gerade aus diesem Bereich herauskommen. Wenn Sie in der Situation wären, dass Ihnen Ihr Parteivorsitzender tatsächlich ein Bundesministeramt anbietet und Sie müssten eines wählen, welches würden Sie denn nehmen? Ich würde erst einmal ganz gut zuhören,
was er sich denn so vorgestellt hat. Aber das sind alles so Spekulationen für die Zukunft. Ich möchte jetzt erst einmal ein gutes Ergebnis im Wahlkreis haben und dann sehen wir weiter. Aber so ein Wünsch dir was ist doch auch mal so eine Vision, wenn Sie eine Vision für sich hätten. Meine Vision ergibt sich aus meiner Vita in den Bereichen, wo ich bisher tätig gewesen bin und eine Kompetenz vorweisen kann. Vielen Dank, Herr Radwan. Sehr gerne.